von in einer Höhe von, ich schätze mal, ungefähr knapp 300 Meter pendeln. Also da steigt man natürlich am besten. Die Geschwindigkeit ist sehr realistisch. Das Original war ein Hochleistungssegelflug, Schulungsflugzeug, zwei Sitzer, da geht es aber ordentlich ab. Ich bitte den Mofa-Fahrer, der unterhalb von einem Platz gerade genüsslich geparkt hat, weiterzufahren. So, wir danken nochmal an die Regie. Schöne Segelflugmusik einzuspielen. Das Schöne ist, er kann auch gleich nochmal wieder den Motor anmachen. Aber genießen wir mal das tolle Flugbild eines Flugzeugs, was 1938 im Original geflogen ist. Und man war zu der Zeit schon sehr fortschrittlich, denn dieses Segelflugzeug, der Zweisitzer, hatte ein eingebautes Röhrenfunkgerät. Im Zweiten Weltkrieg leider vernichtet. Zum Modell. Nach Originalunterlagen, ich habe es eben schon erwähnt, wurde dieses Modell 2014 gebaut. Also die Zeichnung wurde erstellt 2014. 2015, nach 11 Monaten, war es dann fast fertig und Erstflug war im Jahr 2017. Ja, wenn man den im Garten zusammenbaut, dann ist der Garten auch schon mal ziemlich voll. Ne? Andreas, guck mal. Das kommt natürlich auch im Garten auf. Ja, ja. Aber starten kann er da nicht. Das sieht aus wie Feigengarn oder sowas. Edles ist das. Ja. Sieht schon schick aus. Ja, immer wieder gibt es diese Enthusiasten, die uns solche Maschinen zeigen. Wir haben ja noch jemanden hier, aber im Moment haben wir noch kein Blériot-Wetter. Vielleicht zu späterer Stunde, wenn der Wind etwas nachlässt, sehen wir hier noch eine original nachgebaute Blériot und einen original nachgebauten Anzani-Motor. Jetzt aber die Landung. Schön. Ja, Luftwiderstand. Wunderbar. Boah, der Frischer hat der Bodenkerne gekriegt. Ja, sehr schönes Buch für uns. Gänsehaut.